In Schwerin ist die Fahrbahnsanierung der Lübecker Straße zwischen dem Obotritenring und der Johannes-R-Becher-Straße fast beendet. Die Asphalttragschicht sowie die Deckschicht wurden erneuert. Nun wurden auch die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgetragen, sodass die Straße zum Wochenende für den Verkehr freigegeben werden kann. Jedoch wird es in der Lübecker Straße weiterhin Verkehrsbehinderungen geben. Auf der Gegenfahrbahn soll in den nächsten 2 Wochen zwischen dem Obotritenring und der Robert-Belz-Straße die Straßendecke erneuert werden.